Komm si, komm sa, das Tianchen ist wieder da. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meinen Worten und den bewegten Bildern zu folgen. Es gibt wieder ein Update nach meinem Abflug mit meinem Spaßbike, beziehungsweise der Abflug meiner Dashcam. Das Tianchen hat sich ja Teile bestellt, weil ich gesagt habe, das passiert mir kein zweites Mal. Aus Fehlern lernt man. Und da habe ich mir ein paar Sachen bestellen wollen. Und dann habe ich mich furchtbar erschrocken, was die Teile hier in DL so kosten. Also ich bin momentan ja nur noch am Zahlen. Mein Scope hat sich verabschiedet. Keine Verbindung mehr zum PC. Schnittstelle kaputt. Aber da habe ich das Glück. Das Teil habe ich bei Amazon bestellt. Das ist schon wieder retour nach etwas über ein Jahr. Und ich kriege einen neuen. Herrlich. Da war ich schon mal ein bisschen froh. Geld gespart. Aber nichtsdestotrotz, ich brauchte etwas für meine Dashcam. Und da würde ich sagen, wie versprochen, ich zeige euch etwas und dazu gehen wir mit der Kamera halt eben nach oben. Mats ab! Bin ich wieder und ihr könnt sehen, da liegt meine Dashcam. Hier so ein kleines Teil. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Dann einmal hat er die Hansche hier so eine Pelloleine, so ein Überzieher gekauft. Dazu passend ein Überzieher für anschließend die Blende. Hier ist er natürlich jetzt zu groß, weil das geht ja hier durch, das Objektiv, und dann kommt hier die Kappe drauf. Und damit man die auch beim Biken nicht verliert, aus Fehlern lernt man, ist da ein Bändchen dran und hier ist ein Bändchen dran. Jetzt sagt der eine oder andere, die Angela hat das falsch gemacht. Nee, habe ich nicht, weil ich denke mir, dieser dünne Faden hier durch, dann könnte passieren, dass das schnell ausreißt. Deswegen habe ich die Kordel hier anders gemacht. So. Das stellen wir beiseite und jetzt fahren wir erstmal die Kamera ein bisschen weiter runter, damit ihr seht, was ich noch bekommen habe. So, einmal ...128 GB SD-Karte, weil die andere, die da vorher drin war, denke ich mir, die ist kaputt geht bei dem Unfall. So, aber jetzt schaut einmal. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Auch wenn das Licht hier reflektiert wird. Ich denke, ihr könnt es sehen, ne? Was ich hier gemacht habe, ups, jetzt muss ich doch ein bisschen weiter weggehen, Entschuldigung, so, für das Gewackler. So, es kommt dann die Seite, da seht ihr, nach dem Unfall, nach dem Crash, hat sie da eingekriegt und das ist ja genau quasi
von unten gegen das Fach hier. Und da sitzt ja bekanntlich die Batterie drin, wo jetzt auch die SD-Karte reinkommt. Ich hoffe ja nicht, dass der Slot von der SD-Karte mitgekriegt hat. So. Also wie gesagt, einmal hier unten hat sie ein Detsch gekriegt. Die ist ja so geflogen, denke ich. Ich weiß es nicht. Dann hat das Objektiv vorne einen abgekriegt. Da ist auch noch eine Macke. Ansonsten hat sie keine Macken. So, und wenn ihr jetzt guckt, dann werdet ihr feststellen, was das Dianchen noch gemacht hat. Und zwar einmal hier und auch einmal bei dem Objektiv habe ich es gemacht. Also da, da und da. Denn aus Fehlern lernt man. Ich hoffe ja nicht, dass sie mir nochmal baden geht. So, jetzt kommt erstmal die Pelloleine wieder da drüben. Oh, den Überzieher. So. Und jetzt kann man auch die nämlich hier drüber setzen. Und wenn sie jetzt festgemacht wird, werden natürlich die Schlaufen auch eingehängt, damit sie mir nicht wieder das Fliegen lernt. So, jetzt hängen wir die mal wieder weg. Der eine oder andere fragt sich jetzt, was hat der Dianche dann noch so gekauft? Und wenn ich das jetzt gleich umdrehe, werdet ihr sehen, für was es ist. Oder sofort erkennen. Sagt euch noch nichts, ne? Aber jetzt. Und wenn es jetzt euch immer noch nichts sagt, dann aber jetzt. Denn da steht, please, US 5 Volt 3 Ampere USB Charger. Das heißt, da befinden sich zwei Akkus. Denn ein Akku reicht ja für vielleicht knapp eine Stunde. Auf der SD-Karte ist aber Platz für 5 Stunden Video. Also ist ein Akku dann mittlerweile ein bisschen zu knapp. Also man hätte jetzt einen Dreierblock bestellen können, aber ich habe gesagt, das reicht. Das reicht locker, die zwei, denn so lange kann ich mit meinem Bike gar nicht fahren. Nämlich so lange hält der Akku von meinem E-Bike ja nicht. Ne? Also die zwei reichen völlig aus. Und wenn ich mal ein paar Euro über habe, dann kann ich ja für meine Dashcam immer noch einen dritten ordern von China. Aber keinesfalls aus Deutschland. Weil ich kann euch sagen, das kostet richtig das. So Zubehör für eine GoPro zu kaufen, das ist der absolute Wahnsinn. Tolle Wurst, ne?
So, jetzt könnte ich wieder fahren. Wollte ich heute auch. Aber leider hat mir mein PC wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe mein PC schon so abgesichert. Und trotzdem ist da noch irgendwo einer durchgerutscht. Und hat mir mein Facebook-Account übernommen. Da habe ich jetzt alles Mögliche versucht. Keine Chance, ich komme noch nicht mehr drauf. Jetzt habe ich Facebook angeschrieben. Ich will hoffen, dass die meinen Kanal retten können. Und derjenige, der mein Facebook-Account gecrasht hat, den soll der Blitz beim Scheißen treffen. Ehrlich, immer wieder was Neues. Als wenn ich Zeit ohne Ende hätte. Und ich sitze schon viel zu oft am PC. Nein, deswegen habe ich mir ja unter anderem das kleine Bike geholt. Bisschen spazieren fahren, Freunde besuchen, Mutter Vogel fahren, Würstchen essen. Oder dein oder dein. Nein, ich musste ja heute wieder am Computer sitzen. Und oben eins dort drauflegen. Und dieses Video machen. Aber das war ja auffällig. Dann bin ich hier noch was am Testen. Da muss ich noch ein Video machen. Und dann habe ich hier noch eine, die ich am Testen bin. Also, der Tag hat 24 Stunden. Wenn man Rentner oder Rentnerin ist, dann reichen die 24 Stunden nicht mehr. Und wenn man dann noch den ganzen Tag am PC sitzt, erst recht nicht. Aber egal, wie auch immer. Bin froh, dass ich das Ding hab hier mit Anzeige. Wenn voll, dann voll. Kann ich ja auch noch mal kurz an mein Ladegerät dranhängen. So, seht ihr? Alles green. Greener geht's nicht, weil die sind voll. Der eine Port ist ja nicht belegt und die anderen beiden, da wo die Akkus drin sind, das ist voll. Da bleibt mir jetzt nur eins zu sagen. Der nächste Twist kommt und dann will ich hoffen, dass meine dass meine GoPro nicht kaputt ist und dass nur die SD-Karte verreckt ist und nichts anderes. Weil das muss nicht sein, dass die jetzt kaputt ist. Ach ja, man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke. Und tschüssi. Und weg. Bis dann. Bye.